Die Begeisterung für den Leichtbau ist eigentlich nicht nur meine persönliche Begeisterung, sondern ist eine, denke ich, aller Ingenieure. Die Leichtbau-Schlüsselinnovationen, die wir hier entwickelt haben und weiterhin verfolgen, sind mehrere und vor allem liegt das in der Entwicklung der sogenannten strukturierten Bleche. Es kommt bei dem Leichtbau nicht alleine auf den Werkstoff, aber auch auf die Form. Und so eine Form des Strukturierens führt dazu, dass diese auch sehr leicht sind. Und das ist ein Schwerpunkt, was über die Jahre hinaus von den Lehrstühlen gemeinsam verfolgt wurde. Wir reden heute über die sogenannte maßgeschneiderte Technologien, maßgeschneiderte Werkstoffe. Die BTU und die Gesellschaft ist sehr gut vorbereitet. Wir haben unsere Lasertechnik mit dem sogenannten grünen Laser ergänzen können. Wir haben eine Verdüsungspulveranlage, eine Fülldrahtanlage. Wir haben auch eine Honorarprofessur in diesem Bereich eingerichtet, um spezielle Werkstoffe herzustellen, die für die neuen Technologien wie die additive Fertigung geeignet sind und uns auf diese Weise in eine Nische positionieren. Und wir sind dann die Ersten im Bereich der Werkstoffentwicklung.